Belohnst du dich auch ganz gerne, wenn du irgendwas gemacht hast, das anstrengend war, für das du dich vielleicht überwinden musstest, das oft mit Sport zu tun hat, vielleicht auch Yogastunde, Pilates und so weiter und so fort? Dann geht es dir so wie mir. Ich habe gerade eine Yogastunde hinter mir, eine Yoga-halbe Stunde. Das Video dazu findest du hier. Und habe mir gedacht, ich möchte mich gern belohnen. Aber nicht mit einer Sache, die mir eigentlich nicht gut tut. Und dementsprechend geht es heute um Belohnungen, die auch gut tun, denn sonst sind sie doch in Wirklichkeit gar keine Belohnungen. Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute gibt es eine Belohnung zum Naschen, die dir gut tut. Denn eigentlich ist es doch absurd, dass wir was tun, wo wir uns furchtbar anstrengen, wenn wir jetzt mal bei Sport bleiben möchten, weil wir stärker werden wollen, dünner werden wollen, abnehmen wollen, uns gesunder fühlen wollen und uns dann aber oft belohnen mit etwas, das wir nur glauben zu haben zu müssen, weil wir es uns davor so verboten haben. Und das ist dann oft etwas, was uns überhaupt nicht gut tut. Da kriegen wir Blähungen davon und Bauchschmerzen, Verstopfung, keine Ahnung, schlechte Haut. Am nächsten Tag der Blick auf die Waage: Um Himmels Willen, ich habe gestern zu viel belohnt. Also habe ich mir gedacht, das bringt doch eigentlich überhaupt nichts. Warum fange ich nicht einfach an, mich mit Dingen zu belohnen, die mir auch wirklich gut tun? Und oft steht dann ein Ratgeber drinnen: Ja, nimm ein schönes Vollbad, lies ein gutes Buch, zünde eine Kerze an. Ich will aber eine Süßigkeit haben. Und dementsprechend mache ich heute zitronige Proteinkugeln. Das Protein kannst du weglassen, wenn du es keines hast oder nicht verwenden möchtest. Die sind Paleo und gleichzeitig vegan. Ja, auch das gibt's. Zutaten sind die folgenden: Meine Kokos-Zitronenkugeln. Du kannst auch ätherisches Öl verwenden, wenn du keine Zitrone hast oder wenn du gerne mit ätherischem Öl Essen zubereitest. Dazu habe ich ein ganzes Buch, das findest du hier, weil Yoga war ja da, gibt nicht alles an einem Fleck. Ja, also dieses Rezept findest du in Büchern von mir auch, weil ich es so gerne habe, weil es so einfach ist, es hält ewig, du kannst im Kühlschrank aufbewahren oder auch nicht, in die Arbeit mitnehmen, du könntest auch kleine Rollen draus machen, kannst du in Schokolade tunken, wenn du möchtest. Rezept dazu gibt es auf meiner Webseite und du kannst es auch noch variieren mit anderen Zutaten. Aber ja, das ist jetzt mal so eine der vielen, vielen Versionen, denn Glückskugeln sollten in jedem Leben herumrollen. Super weich, super gut. Moment. Wenn du Proteinpulver verwendest, ich habe ja einen Rohkost-Vegan-Proteinpulver, dann mag es sein, dass du die Dattelmenge ein bisschen anpassen musst, weil manchmal sind die Pulver ein bisschen trockener und manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, klebriger. Also
schau halt, dass du vielleicht extra Datteln noch dabei hast für den Fall, dass. Du kannst auch ein kleines bisschen Wasser verwenden, da pass aber auf, dass es nicht zu viel ist, sonst wird die Masse nämlich zu nass. Da kannst du wieder gegensteuern mit Kokosflocken, aber irgendwann hast du dann ja halt ziemlich viele Zitronen, wo so Schlimmeres passieren. Ich hoffe, du probierst dieses Rezept aus und gibst mir dann Feedback, wie es dir geschmeckt hat. Schick mir doch mal ein Foto von deinen Kreationen, sei es als E-Mail, über meine Webseite oder auch auf Facebook. Facebook. Ich freue mich wahnsinnig über Nachrichten von dir. Ja, wenn du mehr meiner Videos sehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal oder komm gleich rüber auf rotobe.com. Da kriegst du dann nämlich, wenn du dich zum Newsletter anmeldest, gleich alles in deine Inbox geliefert, wenn es von mir was Neues gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und schreib mal in die Kommentare hinein, womit du dich am liebsten belohnst und ob du vielleicht jetzt eine Idee hattest, womit du dich neu belohnen könntest, ob sich da vielleicht schon was verändert hat, wie du dich früher belohnt hast und wie es jetzt ist. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao. Belohnst du dich auch ganz gerne, wenn du beim Fitnesscenter warst und vorbeigegangen? Hallo, Fitnesscenter, ich sollte mich mal.